Hallo, ihr wunderbaren Widder und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen im Februar. Und die sind ziemlich genial für euch, liebe Widder. Venus und Mars stehen in eurem Zeichen und versorgen euch mit Liebesenergie pur. Jupiter steht weiterhin in eurem Partnerhaus und bringt glückliche Begegnungen. Ob ihr selbst erobern wollt oder euch erobern lasst, ihr werdet auf eure Kosten kommen. Widder in fester Beziehung lassen sich die tollsten Liebesüberraschungen für ihren Schatz einfallen. Außerdem ist das Thema Freundschaft diesen Monat großgeschrieben. Bevor wir weiter einsteigen, hier noch der Hinweis: Es gibt diesmal auch wieder eine Verlosung. Näheres dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, die längerfristigen Aspekte beinhalten unter anderem, dass der Glücksplanet weiterhin bei euch im Partnerhaus steht. Das ist natürlich ganz super. Gleichzeitig habt ihr Aufreger Uranus bei euch im ersten Haus, also ihr regt die anderen auf, ja, das muss mal klar sein. Dann werdet ihr Venus und Mars mit dabei haben diesen Monat, also von euch geht also eine unglaubliche knisternde Energie aus. Und dann gleichzeitig habt ihr den Stabilisationsplanet Saturn auch noch im guten Winkel zur Widdersonne. Das heißt also, ihr könnt eigentlich gar nichts falsch machen, auch wenn ihr euch ziemlich wild gebärdet, weil aus Begegnungen doch wirklich auch stabile Beziehungen werden können. Und diese Einflüsse von Saturn, Jupiter und Uranus, die wirken ziemlich gleichmäßig ein auf diejenigen, die zwischen dem 9. und dem 18. April Geburtstag haben. Die haben also mehr oder weniger das alle gleichzeitig auf sich einwirken. Der Wermutstropfen für euch ist das Quadrat zu Pluto. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Das ist ein sehr, sehr harter Aspekt für die Widder. Bedeutet für viele, dass es Machtkämpfe im Beruf gibt, wo es also wirklich um Aufstieg geht, darum, dass ihr vielleicht jemanden gefährlich werdet und deswegen bekämpft werdet oder dass ihr euch mit Macht durchsetzen müsst. Das kann auch ein ganz toller Karriereaspekt sein, aber weil es eben ein bisschen im Konflikt zur Widdersonne steht, beinhaltet es auch eben sehr viel Kampfenergie. Also das kann euch schon einiges an Energie kosten. Ihr seid da am Aufsteigen und habt sehr große Möglichkeiten, aber es ist mit großen Anstrengungen und auch manchem Opfer verbunden. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder zwischen dem 6. und 11. April. Mehr Informationen zur Psychologie dieses Aspekts habe ich auch noch mal in meinem Jahreshoroskop gegeben, weil das ja auch das ganze Jahr über gilt. Genau. Aber sonst, wie gesagt, eigentlich nur gute Nachrichten diesen Monat. Und damit steigen wir auch in die aktuellen Konstellationen ein. Der Neumond im Wassermann gibt das Thema vor. Der war am 28. Januar und da geht es also um Freundschaft, allgemein um Unterstützung. Vielleicht, dass ihr diejenigen seid, die auch andere unterstützen, dass ihr Spaß im Freundeskreis habt, im Wassermann, auch viele gute neue Ideen oder vielleicht auch, dass ihr euch politisch engagiert und darüber interessante Leute kennenlernt. Das könnte auch für diejenigen wichtig sein, die beruflich zu kämpfen haben, weil ihr wisst ja, das A und O sind gute Beziehungen und da sollte man in alle Richtungen die Fühler ausstrecken. Also wenn ihr die Chance habt, politisch jetzt einfach im Sinne von nicht Partei, sondern so im Sinne von gesellschaftliche Fäden ziehen, da zum Einsatz zu kommen, dann macht das ruhig, ne? Kann für euch sehr, sehr wichtig sein für eure Zukunft. Genau, und wer kann euch dabei helfen? Euer Partner oder jemanden, den ihr kennengelernt habt, denn hier haben wir den Glücksplaneten und der steht gut hier zu diesem Neumond. Also das sind alles ganz positive Entwicklungen. Neue Begegnungen, frische neue Bekanntschaften bringen euch da tatsächlich auch voran. Genau. Und die Sonne bleibt euch da auch im Freundschaftshaus noch erhalten die nächsten 3 Wochen. Das ist auch top. Ja, und jetzt kommen wir zu den prickelnden Nachrichten. Ihr habt den Mars, euren Herrscherplanet, in eurem eigenen Zeichen stehen, den ganzen Monat über und dann kommt die Venus noch dazu am 3. Und das ist wirklich Leidenschaft pur und die kanalisiert sich eben durch euer Zeichen, sprich in euch. Also ihr seid jetzt wirklich die wandelnden Eroberer, habt die beiden Liebes- und Lustplaneten im Widder vereint und tragt diese Energie in die Welt. Also da müsst ihr euch jetzt schon verstecken, wenn ihr damit nicht auffallen wollt. Ist natürlich auch ganz toll für alle Widdergeborenen, die gerne Karneval feiern, denn so gegen Ende des Monats, da könnt ihr das gut ausleben. Und auch sonst, wenn ihr eben wirklich jemanden erobern wollt, dann ist das schon fantastisch, weil ihr eben auch noch die glückliche Begegnung hier habt.
Ne? Und normalerweise ist das so eine Konstellation, wo man sagen würde, könnte ein Strohfeuer bleiben, aber hier ist der Saturn dabei, der hilft eben auch bei neuen Begegnungen, das zu verankern, dass es auch länger hält. Also schon ziemlich gut für euch. Kann man echt nicht meckern. Ne? Also ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr es nicht übertreibt. Und damit kommen wir zu der schwierigeren Seite. Mars ist natürlich immer so eine Sache, der ist im Widder auch besonders stark gestellt und natürlich neigt man da zur Ungeduld und wenn es schlecht läuft, auch mal zum Jähzorn, besonders in den Zeiten am Ende des Monats, wenn der Mars dann hier auch noch ins Quadrat zu Pluto läuft. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir gehen ja den Monat noch durch. Okay, also jetzt habt ihr erstmal Mars und Venus am dritten bei. Das ist natürlich toll, weil die Venus das auch so ein bisschen abmildert und da auch den Charme reinbringt und ein bisschen mehr liebevollere Art und eben auch beziehungsorientiert ist. Ne? Auch wenn sie im Widder mehr so einen kumpelhaften Charakter hat. Genau, dann ist für euch wichtig, ab dem 6.2. wird Jupiter rückläufig und das kann in der Partnerschaft auch nochmal einen neuen Wind reinbringen. Vielleicht zieht sich jemand zurück und ihr seid ganz verdattert, ja, oder jemand sagt, nee, wir wollen jetzt einen anderen Weg gehen. Lasst euch davon bloß nicht irritieren. Mit Jupiter ist es meistens so, dass am Ende dann was Besseres kommt oder dass die Entwicklung sich dann doch als vorteilhaft erweist. Das werdet ihr dann nach einer Weile rausbekommen. Deswegen guckt euch das erstmal an und fragt euch die ganze Zeit, wer weiß, wozu es gut ist, ne? Versucht rauszukriegen, warum passiert das jetzt? Wie soll euch das was Gutes tun? Und für euch wirkt sich es eben vor allen Dingen im Bereich Begegnung und Beziehung aus. Und dann für den Rest des Monats auch. Ne? So am 7.2. wechselt der Merkur das Zeichen und geht dann auch noch in euer 11. Haus. Also dann 3 Wochen, sehr gute Zeit für günstige Gespräche, ist auch beruflich ein guter Erfolgsfaktor. Ne? Egal jetzt hier, dass da vielleicht der Chef schwierig ist. Ihr habt in den ersten 2 Wochen wirklich die Möglichkeit, durch gute Gespräche und die Beziehungen zu den richtigen Leuten das auszugleichen und da auch euch gut zu positionieren. Dann habt ihr 2 Top-Tage, der 9. und der 10., da ist der Mond im Löwen, das ist super schön für euch, super sexy auch diese Konstellation, also Donnerstag und Freitag vielleicht auch mal Zeit für die Liebe nehmen. So, dann haben wir am 11. ganz allgemein eine super schöne Konstellation, haben wir Sonne, Trigon, Jupiter und das Ganze steht dann auch noch ganz fantastisch zu euch, zur Widdersonne. Das ist sicherlich auch ein Top-Tag für euch. Super schöne Power. Vielleicht lernt ihr da auch jemanden kennen, der euch auch beruflich weiterhilft. Also, das ist auch nochmal, obwohl ist ein Samstag. Naja, vielleicht ergibt sich da was, wenn man ausgeht, dass man da jemand Wichtiges trifft. Genau. Dann in der Nacht ist ja auch dann der Vollmond, also in der Nacht vom Freitag auf Samstag genau genommen. Den zeige ich euch auch nochmal, weil der für euch auch sehr wichtig ist. Spielt sich also ab auf der Achse 5-11, das sind die Freunde, aber hier auch eure eigene Lebensfreude. Also Lebensfreude im Zusammenhang mit Freundschaften oder eben auch mit der Erkenntnis, dass es doch gute und wichtige Leute gibt, die euch unterstützen. Das bringt euch natürlich auch nach vorne. Und das Ganze in Verbindung eben mit dieser Achse hier, die bei euch selber in eurem eigenen Haus stattfindet und in der Partnerschaft. Also gute Partner, gute Begegnungen mit guten Leuten, die vielleicht einen guten Einfluss ausüben können, haben wir hier. Ihr bringt euch da selber ein durch eure originelle Art und habt dann eben auch noch kreative Einfälle. Also ich denke mal, dieser Vollmond kann für euch ein Schlüssel werden, um da voranzukommen. Und natürlich wirft er auch ein Licht darauf, wie sich diese Freundschafts- und Beziehungsthematik, also im Sinne von gute Beziehungen, einflussreiche Beziehungen, Unterstützung, wie sich das für euch günstig entwickeln kann. Also ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Tag für euch. So, dann, Moment, gehen wir noch wieder zurück in den Zeitschritt und gucken uns weiter den Monat an. Am Valentinstag selber ist natürlich auch wieder top für euch, weil da der Mond in der Waage und damit in eurem Partner aussteht. Also von daher ist es die Gelegenheit, wenn ihr auf Eroberungsfeldzug seid, jemandem Zeit zu zeigen, dass ihr ihn oder sie mögt, lasst euch da was Schönes einfallen. Ideen hier mit Uranus habt ihr ja wirklich genug zu Valentinstag. Und das ist auch für euch interessant, da wechselt die Lilith, das Zeichen, die wechselt dann in den Schützen und steht damit in einem positiven, interessanten Aspekt für euch und verstärkt euren Wunsch für Gerechtigkeit zu kämpfen. Das ist eine ganz spannende Konstellation.
Für euch steht sie wahrscheinlich relativ konfliktfrei. Das muss man jetzt gucken, wie das mit dem Rest des Horoskops zusammengeht. Aber das ist auch noch, das verändert dann auch nochmal die Energie. Also da wird so ein bisschen das Ringen um Kompromisse in der Partnerschaft, das hat dann so ein bisschen ein Ende. Das wird dann ein bisschen leichter für euch wahrscheinlich. Genau. Dann, genau deswegen, ne, also Dienstag und auch Mittwoch, der Valentinstag und auch der Mittwoch drauf sind für euch absolute Top-Tage. Also auch super für Widder mit Heiratsabsichten. Dann, wenn ihr heiraten wollt, dann wäre das einfach so, das wären dann so die Tage, die sich dafür eignen würden. Genau, am 18. geht dann die Sonne in die Fische und damit verlässt sie dann euren Unterstützungsbereich und geht ins 12. Haus. Das gehört zwar immer noch zum Karrierebereich, aber von der Vitalität kann das mit sich bringen, dass ihr dann eher ein bisschen müde werdet und ein bisschen mehr Schlafbedürfnis habt. Müsst ihr mal halt schauen, ob das für euch dann so passt. Und dann beginnt die kritische Phase eben am 20. Und da seid ihr jetzt echt die Helden, ne? Also da hängt jetzt vieles von euch ab, weil der Mars wird im Zeichen Widder in die Konjunktion mit Uranus laufen. Das ist eine sehr starke, aggressive und plötzliche Energie. Das ist also auch ganz konkret, kann es mit einer Verletzungsgefahr für euch verbunden sein. Ne? Müsst ihr wirklich auch aufpassen, dass ihr in den Tagen, so um den 25., 26. rum, dass ihr da auf euch Acht gebt. Und Risikosportarten würde ich an dem Wochenende echt meiden an eurer Stelle. Und dann in den Tagen darauf eben auch noch ein Quadrat zum, oder in diesen Tagen zwischen dem 20. und dem 27. auch noch ein Quadrat auf Pluto. Das kann schon sein, dass ihr da echt mal aus der Haut fahrt oder dass ihr die Fassung verliert wegen etwas, weil das fährt dann so in euch rein wie ein Blitz. Das könnte also wirklich auch was Berufliches sein. Also ihr müsst da wirklich auf euch Acht geben, ja. Schaut mal, dass ihr euch da gut bewegt, also nicht riskant, aber doch so, dass ihr Energie abbaut, mit was auch immer euch da gut tut. Und dass ihr ansonsten versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, soweit das möglich ist mit Mars im Widder in eurem eigenen Zeichen. Das ist echt nicht ohne. Da seid ihr jetzt sehr gefordert, denn ihr könnt da viel erreichen, aber auch viel kaputt machen. Je nachdem, wie bewusst ihr mit Situationen umgeht. Und es kann eben auch eine Partnerschaft betreffen. Es kann so, da kann Jupiter steht zwar hier gut, aber wenn ihr euch da echt daneben benehmt, könnt ihr auch schon jemanden auch verschrecken. Ne? Zum Glück ist die Venus dabei, die kann da auch noch ein bisschen für Ausgleich sorgen, aber im besten Falle läuft es so, dass man euch nicht böse sein kann, weil ihr halt dabei auch so charmant seid, aber ihr dürft eben wirklich nicht jähzornig werden oder sowas. Ne? Passt da mal gut auf euch auf. Also am krassesten ist es so zwischen dem 22. und dem 26. Am 26. ist dann auch dieser Neumond mit der Sonnenfinsternis dabei. Findet bei euch statt im Haus der Spiritualität. Also spirituelle Widder haben sich ja kein Problem. Die ziehen sich einfach zurück und meditieren und bauen, wissen dann schon, wie sie ihre übermäßige Energie abbauen können. Ideal wäre jetzt auch wieder 5 Rhythmen. Das habe ich ja schon oft empfohlen. Das ist diese Tanzbewegung. Und hier starker Uranus mit Mars ist Rhythmus, ne, dass ihr vielleicht darüber die überschüssige Energie abbauen könnt, damit ihr eben nicht in irgendwas reingeratet oder irgendwas tut, was ihr hinterher bereuen würdet. Das wäre doch schade. Okay, liebe Widder, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit den Konstellationen und zum Schluss des Monats einen kühlen Kopf. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren und mir hier eine nette Nachricht zu hinterlassen, einen netten Kommentar zu posten. Ich möchte in diesem Monat unter allen, die mir einen interessanten Kommentar dagelassen haben, eine 15-minütige Kurzberatung verlosen, gerne auch mit einem weiteren Horoskop zu Partnerschaftsfragen. Wenn ihr sonst Fragen habt oder vielleicht ein bisschen unsicher seid wegen der Sterne, meldet euch bei mir. Ihr könnt bei mir eine Beratung buchen, ihr könnt auch spontan auf der Hotline anrufen. Da würde ich euch dann vorher die Nummer geben. Ich habe ja ein Kundentelefon, da könnt ihr alle Fragen klären oder mich über meine Webseite erreichen. Die Infos sind dann hier auch alle dargestellt oder auch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch meine Kontaktdaten. Ja, wie es weitergeht, wann sich die Spannung wieder legt und wie wir weiterhin damit umgehen können, das erfahrt ihr dann in den März-Videos. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.